Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier auf der Buchmesse in Leipzig. Am ersten Messetag sind alle noch ziemlich frisch. Und herzlich willkommen zur Präsentation des Buches Musikleben in Deutschland. Ein sehr gewichtiges Werk, nicht nur in Kilos, sondern auch in Inhalten. Und darüber möchten wir gerne in der nächsten halben Stunde sprechen. Und wenn ich sage, dass wir heute noch frisch sind, dann muss man sagen, dass dieses Buch auch sehr frisch ist. Aktueller geht es kaum, weil es ist gestern, sind die ersten Exemplare aus der Druckerei gekommen und wir haben sie extra persönlich abgeholt, damit wir es heute hier präsentieren können. Den Machern dazu einen herzlichen Glückwunsch. Darüber sprechen wir gleich noch in unserer kleinen Diskussionsrunde. Ich begrüße sehr herzlich in unserer Runde Stefan Schulmeistrat. Er ist der Projektleiter des Musikinformationszentrums. Das ganze Buch ist eine Publikation des Deutschen Musikrats und federführend wurde sie initiiert, begleitet, lektoriert vom Musikinformationszentrum, das ein Projekt des Deutschen Musikrats ist. Ihnen gebührt also der Glückwunsch zu dieser Publikation. Daneben sitzt Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrats und damit ein umfassender Kenner des deutschen Musiklebens insgesamt. Frau Astrid Reimers ist Mitarbeiterin am Institut für europäische Musikethnologie an der Universität in Köln und Sie haben geschrieben über das Thema Amateurmusizieren. Und Richard Lorber ist Redakteur und Moderator beim WDR, Fachgebiet Alte Musik und Oper und Sie haben geschrieben über das Thema freie Ensembles. Herr Schulmeistrat, wie gesagt, Ihnen gebührt der Glückwunsch, Ihnen und Ihrem Team. Ich habe schon gesagt, es ist ein gewichtiges Buch. Es gibt tatsächlich ein sehr umfassendes Bild des Musiklebens in Deutschland mit ganz unterschiedlichen Themen. Ein Verdienst des Deutschen Musikrats muss man sagen, dass diese Publikation auf den Weg gebracht worden ist. Wir haben schon gesagt, ein normaler Wirtschaftsverlag könnte diese Publikation wahrscheinlich nicht vertreiben, weil es einfach natürlich eine sehr aufwendige Produktion gewesen ist. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, warum gibt es dieses Buch und wer soll es lesen? Ja, vielen Dank, Frau Haag, für diese nette Einführung. Wir sind in der Tat sehr stolz auf diese Publikation und wie Sie an dem Cover sehen, handelt es sich tatsächlich um eine sehr besondere Publikation, denn sie erscheint zum 20-jährigen Jubiläum, zum 20-jährigen Bestehen des Deutschen Musikinformationszentrums. Wir haben diese Publikation 10 Jahre, nachdem der Musikalmanach als Druckpublikation aufgegeben wurde, aufgelegt, um ein neues Kompendium zu schaffen für das Musikleben in Deutschland, das seine Strukturen erläutert, das die aktuellen und jüngsten Entwicklungen darstellt und das vor allem ein sehr umfassendes Bild darüber vermittelt, dass Deutschland ein Musikland par excellence ist. Das waren die grundsätzlichen das war der Grundsatz, warum wir dieses Buch veröffentlicht haben. Wir haben ein sehr breites Themenspektrum für dieses Buch gefunden. Wir haben Themen von der musikalischen Bildung und Ausbildung drin. Wir haben das Amateurmusizieren durch Frau Reimers abbilden lassen. Wir haben das professionelle Veranstaltungswesen drin, von den Orchestern, Musiktheatern, über die Festivals und natürlich die freien Ensembles bis hin zu den Konzerthäusern. Wir haben über die Musikwirtschaft berichtet und all das gibt ein sehr umfassendes Bild über das, was das deutsche Musikleben ausmacht. Das Besondere an dieser Publikation, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass sämtliche Beiträge auf dem Informationsmaterial des Deutschen Musikinformationszentrums beruhen, das heißt auf statistisch-empirischem Material, das wir seit über 20 Jahren zusammentragen, auf Strukturdaten, die im Rahmen der Online-Version des Musikalmanachs bei uns verfügbar sind, topografische Darstellungen, wo Sie Informationen darüber erhalten, wo kann man was studieren, wo gibt es Orchester, wo gibt es Musiktheater, auch diesen visuellen Aspekt haben wir versucht im Buch abzubilden. Das ist eine Grundlage dieses Buches und alle Autoren, die für uns geschrieben haben, haben versucht, diese Grundlagen in ihren Beiträgen als eine Basis zu benutzen, um die Strukturen und jüngeren Entwicklungen darzustellen, um aktuelle politische Diskussionen abzubilden und zwar von einem neutralen Standpunkt aus gesehen. Wir haben in diesem Buch auch erstmals Beiträge zum Jazz,
zu einzelnen Musikgenres, die mittlerweile auch in sehr starken Szenen vertreten sind. Wir haben die Weltmusik abgebildet. Wir haben aber auch Themen abgebildet, die bisher noch überhaupt nicht in der wissenschaftlichen Literatur verfügbar waren, wie zum Beispiel die freien Ensembles. Und wie Frau Haack schon sagte, so ein Buch bedarf natürlich einer großen Vorbereitungszeit. Es waren 2 Jahre, in denen wir an dieser Publikation intensiv gearbeitet haben. Und wir müssen der Kulturstaatsministerin, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, sehr dankbar sein, dass sie dieses Buch finanziert hat. Vielen Dank erstmal soweit. Christian Höppner, ich habe schon gesagt, Sie haben einen umfassenden Blick auf das deutsche Musikleben als Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Und diesen Blick haben Sie auch in einem Kapitel sehr komprimiert natürlich in diesem Buch vermittelt. Wir haben festgestellt, in dem Kapitel, was Sie geschrieben haben, spielt der Begriff der Vielfalt eine sehr zentrale Rolle, aber eben nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch in diversen anderen Kapiteln. Das scheint doch ein zentraler Begriff zu sein, der heute wichtig ist, wichtig zu diskutieren ist, vielleicht auch wichtig zu verteidigen ist. Wie steht es denn mit der musikalischen Vielfalt im deutschen Musikleben? Ja, das Glas ist halb voll und halb leer. Wenn ich nochmal reingucke, was wir für ein pralles Musikleben haben, und da ist eben diese Publikation wirklich ein Goldschatz, das auch nochmal nachzuforschen, nachzulesen. Wir haben immer noch eine sehr reiche kulturelle und auch musikalische Vielfalt in unserem Land. Aber es gibt natürlich zunehmend weiße Flecken oder es dünnt sich auch aus, nämlich überall da, gerade im sogenannten ländlichen Raum, wo das durch Sparmaßnahmen, durch Schließungen eben auch verringert wird. Wenn man das aber in den europäischen und internationalen Kontext stellt, muss man sagen, dass wir schon auf einem relativ hohen Niveau sind, allerdings auch mit Unwuchten. Und ich möchte hier eine kleine Klammer setzen, weil Stefan Schulmeistrat hat gerade sehr eindrücklich erzählt, dass das auf dem ganzen Material, Zahlenmaterial des Musikinformationszentrums und den Erkenntnissen, den Bewertungen, den wissenschaftlichen Arbeiten beruht. Das ist etwas, was wir im europäischen Musikvergleich, auch in der Institution der Zivilgesellschaft, so nicht haben, in dieser Qualität und in dieser Ausprägung. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir ja heute mehr denn je Fakten brauchen und wir reden oft über Glauben und über Meinungen, ohne wirklich faktenbasiert das auch unterfüttern zu können. Wenn ich die Bundeskulturstatistik angucke, dann ist das ein Jammertal, was da alles nicht vorhanden ist, beziehungsweise wo keine Bezüge hergestellt werden können, weil es nicht ordentlich erhoben ist. Für den Musikbereich vom Statistischen Bundesamt haben wir uns ja auch gemeinsam kritisch geäußert. Wir brauchen diese Zahlen, um wirklich verlässlich auch Richtung zu geben, wohin muss Kulturpolitik gehen, damit wir kulturelle Teilhabe für jeden gewährleisten können. Und das kommt jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurück zum Thema Vielfalt. Wir haben glücklicherweise unglaublich viele Ausdrucksformen, die sich artikulieren können. Wir haben wirklich den Reichtum durch Kulturen aus anderen kulturellen Herkünften, die sich bei uns finden. Wir neigen aber leider dazu, zu viele Kästchen zu machen und zu viel sozusagen immer in einer Kiste zu packen. Das ist die interkulturelle Begegnung, das ist der Bereich, was fehlt. Und daran arbeiten wir gemeinsam, sowohl politisch wie eben auch in den Projekten und mit dem Musikinformationszentrum daran, die Zusammenhänge herzustellen, Begegnungen zu fördern. Da gibt es ja auch die Plattform zur Integration beim Musikinformationszentrum. Aber wir müssen das eben auch noch stärker politisch bewegen, dass wir sagen, Vielfalt ist leider zu einem Modebegriff verkommen, ist auch zu einem, ja, bis zur Werbung hin, zu einem eigentlich unerkennbaren Gebilde gekommen. Dabei schreibt Vielfalt sehr explizit, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Auf der Grundlage der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt sind es eben das sogenannte kulturelle Erbe, die zeitgenössischen Ausdrucksformen und die Kulturen anderer Herkunftsländer. So mal ganz grob überrissen. Und diese Vielfalt haben wir ja auch durch unsere Struktur, durch den Föderalismus, auf den viele schimpfen, für den ich aber finde, dass er, abseits, dass es sowieso natürlich Verfassungsgebot ist und ein unabänderliches Gebot sozusagen in einem Grundgesetz, ist es aber auch ein Wert an sich. Wir müssen nur besser hinbekommen, die Balance zwischen Kommune, Länder und Bund, und zwar in dem Bewusstsein, dass Bildung und Kultur eine gesamtstaatliche und auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung sind. Ich würde gerne zu Frau Reimers gehen. Sie haben, wie gesagt, das Kapitel geschrieben über Amateurmusizieren und da können wir ganz gut ansetzen, weil wir gesehen haben, dass das Thema Vielfalt
auch in Ihrem Kapitel eine wichtige Rolle spielt. Sie sagen in dem Kapitel, das Amateurmusizieren trägt ganz wesentlich dazu bei, dass musikalische Vielfalt in Deutschland existiert. Inwieweit kann Amateurmusizieren das tun? Und ich schließe mich auch gleich an das an, was Christian Höppner gesagt hat. Wie weit führt es auch zu Begegnung von unterschiedlichen Musikstilen, Musikkulturen, Musikarten, musizierenden Gruppen? Also das Amateurmusizieren ist als stärkstes Kennzeichen ist die Vielfalt, ist der kulturelle Reichtum und es ist ein Phänomen der Ausdifferenzierung, was in den Chorlandschaften, in den Instrumentalensemblen zu dieser Vielfalt, zu diesem kulturellen Reichtum führt. Wenn man alleine mal darüber nachdenkt, wie viele verschiedene Chöre mit verschiedenen Repertoires es gibt, angefangen von Gospelchören, Barbershop, Sacred Harp, wird deutlich, welche Kultur durch das Laienmusizieren, durch das Amateurmusizieren geprägt wird. Das ist ebenso in den Instrumentalensembles, also angefangen von dem normalen Sinfonieorchester über Stubenmusi, Alpenhörner hin zu Batucada. Hier wird auch deutlich, wie hier die Vielfalt entsteht, durch viele verschiedene Instrumente, europäische Instrumente, außereuropäische Instrumente. Und diese Vielfalt entsteht auch durch kulturelle Begegnungen. Das kann persönlicher Kontakt kann das sein. Es sind aber auch Internet oder Medien, die eben den Musikaustausch und die Musikweiterentwicklung garantieren. Wenn man an die verschiedenen Chöre denkt, in Deutschland die Jugendchöre, dort sind schon viele Kinder aus Migrationsbereichen, die ihre eigene Musik mitbringen, eigenen Hörerfahrungen. Und so entwickelt sich die musikalische Kultur immer weiter. Das ist das, was ich als kulturellen Reichtum bezeichnen möchte, dass eben Platz ist für vieles. Das ist gerade im Amateurmusizieren besonders möglich, weil dort der Raum gegeben wird für die Kreativität des Menschen. Und diese menschliche Kreativität, die führt ja zur Vielfalt. Ich möchte das ein bisschen abgrenzen zu kommerziellen Bereichen, die ja letztendlich immer mit Mainstream verbunden werden. Sonst könnten sie ja nicht kommerziell sein. Und hier hebt sich das Amateurmusizieren eben deutlich von ab. Es bietet Raum für nicht kommerzielles Musizieren. Es bietet also Raum für Entwicklung. Ein einleuchtendes Beispiel ist etwa auch die Popmusik. Ich denke, dass alle popmusikalischen Richtungen, Genres, Stile im Amateurmusikbereich entstanden sind und erst später kommerzialisiert worden sind. So können Sie sehen, also welche Bedeutung das Laienmusizieren, das Amateurmusizieren in Deutschland spielt. Und dass also nicht nur, dass eine breite Basis der Bevölkerung musiziert und singt, sondern dass auch die Vielfalt des Amateurmusizierens die Basis des musikalischen Lebens in Deutschland ist. Sie haben jetzt gerade angesprochen, es geht auch über digitale Medien. Aber wenn ich es richtig verstehe, liegt der besondere Wert gerade des Amateurmusizierens ja auch im Live-Musizieren. Und zwar auch dort, wo möglicherweise die großen Player, großen Orchester, großen Chöre nicht unbedingt hinkommen. Also es ermöglicht eben auch im ländlichen Raum, ist ja gerade auch ein wichtiges Thema, so in dem ganzen kulturpolitischen Diskussion, auch dort spielt die Amateurmusik eine ganz besondere Rolle. Also im ländlichen Raum bedeuten die musikalischen Vereine eigentlich kulturell alles und sozial alles. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass das soziale und kulturelle Leben im Wesentlichen oder fast ausschließlich von den Vereinen getragen werden, von den Ensembles. Und dass eine Vielfalt auch im ländlichen Raum besteht, und zwar ganz gewaltig. Es ist erstaunlich. Man denkt es gar nicht, aber wenn man mal genau hinguckt, ist man überrascht, was es da alles gibt, wer mit wem was Musik macht. Es werden allerdings im ländlichen Raum auch ganz neue Strategien entwickelt. Also dörferübergreifend wird musiziert. Es wird sich darum bemüht, die Jugendlichen zu halten, indem zum Beispiel Proben am Wochenende sind, damit am Wochenende die Jugendlichen an den Proben teilnehmen können, die ja meinetwegen zum Studieren in den Städten sind. Dieses Musizieren und Singen hat eine starke integrative Kraft, was auch wichtig ist hinsichtlich von, sagen wir mal, Stadtbewohnern, die in den ländlichen Raum ziehen. Und es wird ja immer gesagt, etwas schwierig und so. Nein, wenn die mitmachen in den Ensembles, ist es überhaupt nicht mehr schwierig, dann sind sie ganz bekannt. Eine Bewohnerin eines Dorfes sagte mir da, ohne die Vereine wäre hier nichts. Vielen Dank, Herr Lorbach. Wir kommen zu Ihnen zum Thema freie Ensembles. Herr Schulmeistrat hat gerade gesagt, dass es ein besonderes Verdienst dieses Buches ist, dass es tatsächlich jetzt mal einen fundierten Text zu diesem Thema gibt, was eigentlich erschreckend ist.
Auch bei Ihnen spielt das Thema Vielfalt in gewisser Weise eine wichtige Rolle, weil Sie sagen, gerade dadurch, dass es viele verschiedene Besetzungen gibt, dass es eben auch eine möglich mehr künstlerische Freiheit gibt, möglicherweise als für andere Ensembles, ist Vielfalt möglich. Inwieweit ist Vielfalt tatsächlich ein zentraler Begriff auch für dieses Thema? Das liegt sozusagen schon in der Natur der Sache der freien Ensembles, die Vielfalt, weil es eben vielfältige Besetzungsformen gibt, die sich aber immer aus den Repertoires, aus den jeweiligen Repertoires generieren. Ich will vielleicht mal nochmal, Sie haben es indirekt fast schon angesprochen, von der anderen Seite in das Thema hineinkommen. Im Januar gab es in der Zeit einen großen Artikel über die freien Ensembles und der hatte so eine Art negativen Impetus, also dass es fast so sei, als wenn Musiker in freien Ensembles wirken, als sei das eine Notlösung. Es gibt eine Zahl, die dort in diesem Artikel gesagt wird, nur 20% der Absolventen von Orchesterstudiengängen landen am Ende im Orchester. 80%, Anführungszeichen, müssen. So, da könnte man auf die Idee kommen, das sei eine prekäre Situation. Die ist es auch zum Teil. Das habe ich auch beobachtet in meiner Tätigkeit als Redakteur und bin zuständig für die freien Ensembles im Bereich alte Musik. Kollegen sind dann im Bereich neue Musik und Jazz auch zuständig. Man kann das schon beobachten, dass die Mittel in den letzten 10 Jahren wie überall zurückgegangen sind. So, jetzt kann man aber von der anderen Seite kommen. Ich berichte einfach nochmal aus meiner Situation im WDR. Wenn wir bestimmte Repertoires produzieren wollen, sagen wir Renaissance-Musik, sagen wir auch Barockmusik, sagen wir auch klassische Musik in historischen Instrumenten, können wir nicht auf die festangestellten Musiker zurückgreifen. Also das ist in dem Fall das WDR-Sinfonieorchester, der WDR-Chor und das WDR-Funkhausorchester. Das sind Spitzenensembles, zweifellos in Deutschland, aber sie können nur ein ganz bestimmtes Repertoire abdecken. Die freien Ensembles decken, ich nenne es immer so, in meinem Ressort 1000 Jahre Musikgeschichte ab. Also vom gregorianischen Choral bis zur Rossini-Ouvertüre auf historischem Instrumentarium. Jetzt könnte man sagen, es gibt seit 60 Jahren etwa historische Aufführungspraxis, alte Musik im Musikleben in Deutschland. Was war denn da vorher? Oder hat uns da nicht eigentlich was gefehlt? Warum hat man nicht Renaissance-Musik? Ich nenne jetzt ein freies Ensemble, was da Maßstab setzen wird, ist die Capella della Torre zum Beispiel, die sich spezialisiert hat auf Bläsermusik der Renaissance. Also irgendwie ein, würde man sagen, ein abseitiges Thema, eine ganz spezielle Musikrichtung. Nein, sie sind sozusagen mit ihren Ansätzen, da sprechen wir sicher auch nochmal, was die Ansätze sind, wie die Musikvermittlung solcher Repertoire stattfindet, mitten ins Musikleben hineingestoßen. Also ich will damit sagen, die Ensembles selbst, die immer ein ganz bestimmtes Repertoireinteresse haben, die erzeugen auch aus sich selbst heraus diesen Bedarf oder diese Kenntnis oder auch die Neugier für dieses vielfältige Musikleben. Ein Ensemble, wir haben wie Sequenzia, ein mittelalter Ensemble. Wir haben am Sonntag in Köln wieder ein Konzert mit ihnen. Diese Musik war vor den 80er Jahren in dieser Form einfach nicht bekannt. Also es ist nicht so, dass man einen Katalog hätte von Repertoires und dann sich die Ensembles aussucht, sondern es ist umgekehrt. Der künstlerische und der editorische und der inhaltliche Wille der Ensembles erzeugt diese Vielfalt und hat in den letzten 50, 30 Jahren dazu gesorgt, dass die alte Musik, darüber habe ich jetzt gesprochen, wir können genauso über die neue Musik sprechen, sich im Musikleben verankert hat. Sie haben gerade schon das Thema Vermittlung angesprochen. Sie schreiben in Ihrem Kapitel auch, dass diese Art von Ensembles mehr künstlerische Freiheit haben als öffentlich geförderte, wobei das ja dann auch immer so eine Gratwanderung ist zwischen öffentlicher Förderung und freiem Musizieren. Was dürfen die denn, was zum Beispiel öffentliche Geförderte nicht dürfen, wenn sie sagen, mehr Freiheit? Oder was tun sie, was andere nicht tun? Ja, das ist eine interessante und gute Frage. Man sollte es ja, ich meine, wenn also die Tariforchester und festangestellten Musiker in Rundfunkanstalten, in den Städten und in den Opernhäusern, warum können die nicht mehr für mehr Vielfalt sorgen? Ja, also einfach von der Besetzungsstruktur her erstmal. Freie Ensembles sind frei in sich auch zu formieren. Das ist das, was ich gesagt habe. Das kommt aber immer von einem bestimmten Repertoireinteresse her. Es ist nicht so, dass
Na doch, ich möchte eine Ausnahme machen, das habe ich auch in dem Beitrag erwähnt. Das ist ein Ensemble, das in der Besetzung Violine, Blockflöte, Gambe und Laute fest auftritt. Dafür gibt es nicht ein einziges Stück in der Musikgeschichte, genau für diese Besetzung. Aber sie haben sich trotzdem in aller Freiheit zusammengefunden und adaptieren. Also es wäre so der Brückenschlag zur improvisierten Musik und auch zur spontanen Formation von bestimmten Ensembles. Was aber jetzt für die freien Ensembles in der neuen Musik wie in der alten Musik ganz wichtig ist, ist die Richtung in Musikvermittlungsprojekte. Und das hängt aber auch, man könnte das jetzt auch wieder von einer leicht negativen Seite vielleicht beschreiben, wenn ich an Fördermittel herankommen möchte, und darauf sind die freien Ensembles mehr als die Kulturorchester angewiesen, brauche ich heutzutage Education-Ansätze, sonst bekomme ich einfach keine Fördermittel. Und das ist eben so, es hat aber den positiven Effekt, dass dann tatsächlich auch was im Musikvermittlungsbereich Konstruktives und Neues stattfindet. Also ein Beispiel, nochmal diese Capella della Torre, sie hat Schulprojekte entwickelt. Sie machen das sicherlich aus einem großen inhaltlichen Interesse, aber auch einfach, weil dafür Mittel bereit sind im Musikleben. Für normale Konzerte gibt es wenig Mittel. Das sind für Projekte, die spartenübergreifend sind, gibt es eher Mittel. Ein anderes Beispiel vielleicht, das betrifft dann wieder mehr die neue Musik, auch im Schnittpunkt zur alten Musik. Es gibt einen Kollegen von mir, der heißt Volkert Ude. Er hat das sogenannte Konzertdesign erfunden. Das heißt, er entwickelt Konzertformen, zum Beispiel bei der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg, die mit dem heutigen standardisierten bürgerlichen Konzert nichts mehr zu tun haben. Da geht es um Videosachen, da geht es um Zeiterfahrung, da geht es um Zeitlängenerfahrungen, da geht es um neue Repertoires und die Begegnung zwischen den Künsten. Das sind Spezialitäten, die vor allen Dingen die freien Ensembles betreffen. Infragestellen der Konzertformen und Education. Vielen Dank. Wir sprechen über Inhalte, aber wir sehen, es kommt immer auch wieder die Frage der Finanzierung des Geldes auf, und zwar sowohl was Förderung von solchen Ensembles betrifft, aber eben auch, was Sie angesprochen haben, die soziale oder beziehungsweise die finanzielle Stellung dieser freien Musiker. Ich stelle die Frage mal an Christian Höppner, Sie haben sich sowieso gerade gemeldet. Ich weiß nicht, vielleicht wollten Sie was anderes sagen, aber ich stelle Ihnen jetzt mal die Frage. Wie steht es denn um die soziale Situation dieser Musiker oder überhaupt der Musiker in Deutschland? Tut die Politik da genug? Sind wir gut versorgt oder haben wir da noch ordentlich Wünsche? Ja, wir haben eine riesige Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln, weil natürlich überall gesagt wird, die soziale Situation ist wirklich zu großen Teilen prekär, wenn ich an die musikpädagogischen Berufe im freien Bereich denke. Ein Musikschullehrer laut Künstlersozialkasse hat ein Jahreseinkommen brutto wohlgemerkt von 12.800 Euro, ja, um sich das nun mal vergehen zu lassen. Das kann man ja heutzutage nicht mehr wirklich existieren. Und auch bei den freien Ensembles, ich bin sehr froh, dass wir den Beitrag von Ihnen da im Buch mit haben, ist die Situation im Regelfall auch sozial so, dass sie davon nicht leben können. Das ist der Ausnahmefall, wenn sie davon leben können. Das ist aber eine Voraussetzung, um den Professionalisierungsgrad auch wirklich aufrechterhalten zu können. Ja? Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir diesen Beitrag haben. Ich würde auch noch anführen wollen, wir haben die Bremer Kammerphilharmonie, wir haben das Stegreiforchester und so, die schönen Beispiele mit der La Torre, die Sie genannt haben. Das sind alles wunderbare Vitaminspritzen fürs Kulturleben, ich nenne es mal so, die wirklich befruchten können, anregen können. Ich würde aber, das haben sie jetzt auch nicht gemacht, aber es wird in der Politik manchmal gerne gemacht, davor warnen, das gegeneinander auszuspielen. Weil auch die institutionellen, Sie haben die Klangkörper genannt, wir haben ein Reichtum in Deutschland, auch bei den Rundfunkanstalten wird der durchaus auch in Frage gestellt. Die haben so individuelle künstlerische Profile, dass sie wirklich auch ein Gewinn sind, rein erstmal vom Musikhören her. Und dann kommt der Begriff der Education dazu, da haben Sie vollkommen recht. Das braucht man heute, sonst gibt es auch teilweise Förderbescheide für die Orchester, die sagen, wenn ihr nicht im Bildungsbereich arbeitet, dann bekommt ihr keine Förderung. Aber ich finde, es geht immer um die Frage der Balance. Und da sind wir
da tun auch die institutionellen Orchester eine ganze Menge in dem Bildungsbereich. Ich kenne kein Orchester mehr, was das gar nicht tut. Ja? In unterschiedlichen Entitäten und auch mit viel Leidenschaft oft. Ich meine, die Berliner Philharmoniker haben es einfach mit ihrem Programm, das zu machen, weil es reichhaltig finanziert ist. Aber auch bei den Musikern und Musikern erlebe ich, das kommt von Herzen. Nur, wir müssen aufpassen, dass wir die Reichen, die Fetten, die sind ja auch nicht alle reich und fett, die institutionalisierten Orchester und Kultureinrichtungen, dass wir die nicht ausspielen gegen die freie Szene. Diese Entwicklung erlebe ich so ein bisschen in einem musikpolitischen Diskurs, dass so eine Art Kannibalisierung stattfindet. Da dürfen wir uns nicht reinziehen lassen. Alle reden zwar jetzt von der Eindunkelung des Konjunkturhimmels, aber wir sind immer noch die viertstärkste Industrienation der Welt. Wir müssen viel lauter werden und viel weitergehende Ansprüche stellen, auch für die soziale Sicherung, das war ja die Ausgangsfrage der Musiker und Musiker, und für ein besseres Miteinander der Freien und der Institutionellen, das erfordert für die Freien auch mehr, heißt aber nicht, dass die Institutionellen weniger kriegen dürfen. Mein letzter Punkt noch, Entschuldigung, das muss ich noch schnell loswerden, zu Astrid Reimers ländlicher Raum, bin ich auch aus meiner Erfahrung ganz bei Ihnen, dass die Vereine da zentral sind. Wir müssen aber, finde ich, schon den Anspruch aufrechterhalten, dass Musikvermittlung, musikalische Bildung auch eine Professionalität braucht. Sowohl in der Schule, ich sage nur mal Stichwort Quereinsteiger, wegen Fachkräftemangel, als auch bei der Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements. Die Zeiten haben sich geändert. Wir brauchen professionelles Management, auch im Verein. Das braucht auch Hauptamtlichkeit. Das kann nicht alles nur mit Ehrenamtlichkeit passieren. Und natürlich Rezeptionsverhalten, Kulturausübung verändert sich auch. Das wissen Sie viel besser als ich. Deshalb finde ich aber, politisch müssen wir diese Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen zugunsten der kulturellen Vielfalt in unserem Land noch stärker einfordern. Vielen Dank. Leider kommen wir da schon zum Ende. Wir haben nur eine halbe Stunde. Sie sehen, wir könnten die Themen nur antippen, aber wenn Sie sich weiter darüber informieren wollen, dann können Sie dieses Buch bestellen beim Deutschen Musikrat. Herr Schulmeistrat, Sie erzählen uns zum Schluss bitte, wie geht es weiter mit der Produktion, beziehungsweise wir wissen, es gibt noch eine englische Version, darüber können Sie vielleicht noch ganz kurz was sagen und vor allem auch, wo können Menschen, die dieses Buch haben möchten, es bestellen, es erwerben? Ja, ich fange vielleicht mal mit der letzten Frage an, weil es das Publikum sicherlich am meisten interessieren wird nach dieser intensiven Vorstellungsrunde. Dieses Buch, wie ich zu Beginn gesagt habe, ist eine Publikation, die von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert wurde. Insofern können wir dieses Buch, darüber sind wir sehr glücklich, kostenlos abgeben. Sie können es im Musikinformationszentrum bestellen auf der Internetseite gegen eine pauschale Versand- und Servicegebühr von 10 €. Und bekomme es dann per Post zugeschickt. Das war der erste Aspekt. Und der zweite, wir sind auch sehr glücklich, dass wir direkt im Anschluss eine englische Übersetzung dieses Buchs jetzt über die Bühne bringen können. Es wird im Herbst 2019 auf Englisch erscheinen. Und unsere Intention ist es, das reiche Musikleben Deutschlands, für das viele Länder uns beneiden, wie wir immer wieder erfahren, auch in Gesprächen mit unseren internationalen Partnern, um dieses Musikleben auch einem interessierten Fachpublikum im Ausland in all seinen Ausdifferenzierungen vorzustellen. Das ist das, wie es weitergeht. Und ein Hinweis vielleicht noch, so ganz kurz. In diesem Buch sind auch vielfältige QR-Codes vorhanden. Sie können also aus dem Buch auf das reichhaltige Internetangebot des Deutschen Musikinformationszentrums zugreifen, wo Sie in Ergänzung viele Informationen digitaler Art finden, seien es Strukturdaten zu Musikschulen, zu Orchestern, zu Konzerthäusern und vielem anderen. Vielen Dank. Ein erster Eindruck über dieses großartige kiloschwere und inhaltsschwere Buch und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Feuer gefangen und interessieren sich dafür und bestellen es beim Deutschen Musikrat. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Kapitel. Dankeschön.